Jump-and-Run-Skills habe ich übrigens schon mal erwähnt, dass sie miserabel sind. So. Ja, so sah der aus. Genau, super. Bloß halt mit einer anderen Holz war da vorhin, aber... So. Ja, jetzt hauen wir das hier raus. Das wird nicht ganz genauso aussehen wie das andere, auf jeden Fall nicht. Aber es kommt dem sehr nah. So. Ich hab keine neue Klatsche, nein, das ist vollkommen normal. So. Ah, der nimmt doch schon langsam Gestalt an. Aua. Jetzt ist die Frage, ob ich das jetzt alles richtig mache. So, da, hier, da. Ja. Also alles richtig machen auf jeden Fall. Sieht man ja. So. Und weg damit. Hier haben wir dann alles mit. Den Stein ausgekleidet gehabt. Nicht mit dem, sondern mit dem. Und hier natürlich noch. Hopp, 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 hopp. So. Auch hier war natürlich alles anders. Und hier hat man das so, so. Er hat sich so eng, aber es sieht sogar, glaube ich, besser aus, wenn man es so machen. Sieht viel freundlicher aus. Ja, genau. Hier habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar hatte ich das vorhin viel weiter rausgegraben. Ich gucke ja mal auf die Kommentare. Vielleicht haben wir noch ein paar coole Themen, die wir reden können. Ich bin da ja für alles offen. Für, die Pest zum Beispiel bin ich komplett offen. Was? Ich glaube, ich bin nur scheiße. Das liegt an euch. Ihr seid dann schuld. Wegen euch glaube ich scheiße. Jetzt wird's los. Habt ihr's gehört? Jetzt ist es raus. So. Ich würde noch schnell alles erhellen gerne, bevor ihr wieder so ein fiesig denkt. Woohoo! I'm a creeper! Badum! Weiß Bescheid, ne? Klack. Da müssen wir noch mal ganz kurz ein paar Slabbies machen. Gucken wir da mal rein, was hier so steht. Eine Million Taschengeld pro Woche könnte knapp werden. Fände ich richtig geil, wenn du mit solchen Leuten aufnehmen würdest. Ja, du hast doch unseren Clan. Ist das nicht Publikum genug? Ja, doch, das ist ganz gut. Wie wäre ein LPT mit Gronkh? Ist bestimmt Bombe. Oder mit Pete's Meat. Weiß gerade nicht, ob es richtig geschrieben. Also Pete's Meat wird, glaube ich, anders geschrieben, weil du hast Pete's Meat geschrieben. Da würde es auch nur geile Sprüche zusammenkommen. Okay, neues Thema, wenn du in einer Welt mit einem Anime leben möchtest, könntest, oder warum? Von einem Anime leben könntest. Welche wäre es und warum?
Also erstmal ja, mit Gronkh fände ich auch geil aufzunehmen. Peetsmeet bin ich mir nicht sicher. Ich muss gestehen, ich habe Peetsmeet nie geschaut. Ich habe Peetsmeet nie verfolgt. Ich weiß nicht, was die fabrizieren. Viele sagen immer, die sind sehr gut. Sollen aber nicht unbedingt dasselbe sein wie Gronkh. Sollen anders sein. Vollkommen okay, anders ist gut. Ich wüsste nicht, ob ich mit dem verstehe. Ich habe es nie geschaut, muss ich gestehen. Ich kann mir darüber jetzt kein Urteil bilden. Und ich habe es jetzt auch ehrlich gesagt nicht vor. Ich guck ab und zu mal mein Gronkh Let's Play momentan. Ich guck selbst den momentan selten. Weil ich aber gar keine Zeit habe zwischen den ganzen Aufnahmen und Arbeit. Und dann willst du privat ja auch noch mal ein bisschen was zocken. Und dann noch Freunde treffen. Und bla bla bla. Von daher... Reicht das an Stein? Ich hoffe es einfach mal. Weiß ich nicht. Wenn die genauso verrückt wie Kelly sind, dann werden da wahrscheinlich... Ja, dann wahrscheinlich. Ich bin halt echt so der Typ, der gerne mit Leuten aufnimmt, die einen kleinen Dachschaden haben. Die allgemein mit Leuten... Ich bin gerne mit Leuten zusammen, die einen Dachschaden haben. Ist halt einfach so mein Fall. Im Falle Neverguest ermittelt man wegen Dachschaden. Was? So. Und in einer Welt mit einem Anime-Charakter, welche wäre ich da? Das ist ganz einfach zu beantworten. Wenn ich in einer Welt sein könnte mit einem Anime-Charakter, mein lieber Freund, dann wäre es doch hundertprozentig Sword Art Online, weil ganz ehrlich, welcher Anime-Fan würde nicht gerne einfach mal in einer Welt sein, die, weiß nicht, einfach mal... Wow, wow, was war das denn jetzt? Wer würde nicht gern einfach mal in einer Welt sein, die wie die richtige Welt ist und du kannst looten, du stehst frühs auf mit deinen ganzen Freunden, mit deinen ganzen Anime-Freunden, bla 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 und gehst einfach mal in den Dungeon, lootest hier ein scheiß Zeug zusammen. Wer würde sich das nicht gerne, also ich weiß nicht, kann mir das echt nicht schöner vorstellen. In so einer vollkommen perfekten Welt. Wäre echt geil. Wäre dann aber auch wirklich das Suchtpotenzial übel hoch. Also ich kann mir vorstellen, dass es da richtig... Gerade wenn sowas mal existieren sollte, und ich wette mit euch, das gibt's irgendwann sowas, dann stelle ich mir richtig großes Suchtpotenzial davor. Hier ist auch Erde mit drin, warum auch immer. Aber ich denke, sowas wird es bald geben. Und also wenn, dann würde ich mich fürs Sword Art Online entscheiden. Weil erstes Mal, Kirito hat die geilsten Schwerter ever, ne? Also was der an Schwertern dabei hat... Hier, ich habe das eine dabei. Hier, das ist ja das Schwert von Kirito, wen es interessiert. Ich habe ja den Sword Art Online Mod drin. Und da habe ich hier den Dark Repulsor und ich kann das mal ganz kurz zeigen, wenn ich im LAN-Modus öffne, LAN-Welt starten, T, Game, obwohl ich brauche gar nicht den LAN-Modus starten. Ich muss einfach auf G gehen. Und dann zeige ich mir mal die ganzen Schwerter, die ich dabei habe. Na, wo sind sie? Nanu? Clear? Wo sind denn die ganzen Sword Art Online Waffen? Sword Art Online... Waffen... Hier haben wir sie. Da haben wir hier den Lambert Like, den Dark Repulsor, den Elucidador, den Annihil Blade. Dann haben wir hier Tyrant Dragon, Kara, Kurenai, Guilty Fawn, Windfloret, Pain Ripper und das kleine Schwert. Also das ist ja der Mod von Sword Art Online, weil ich halt die Waffen da so feier. Diese geilen Schwerter, die haben. Ist schon echt geil, also würde ich mir vor... Das würde ich mir wünschen, das wäre schon cool. Nur mal für so für einen Tag oder so. Genau, jetzt haben wir das hier auch fertig. Hier oben waren wir soweit fertig, hier hat man nichts anderes gemacht. Ach, dann stopp, hier oben fehlt noch... Huch! Ich hab's gerade gelackt. Das haben wir ja komplett umgeändert hier.
So. Genau, das hat man so. Dann kann ich hier jetzt mal noch die Erde mir reinholen. 3. Und hier können dann die Zäune hin. Rein theoretisch, was wir nicht gemacht haben in der Aufnahme, in der Vorprozessen, müssen wir dann aber auch noch hier. Oder mach ich das lieber so. Und dann machen wir hier 4er Abstände. Und hier hat man Büsche stehen. Genau wie hier. Und hier. Und der Rest war ja dann wildes Gestrüpp. Einfach nur. Lass mich raus! So. Ja, das war das Thema. Wir haben 4 Zuschauer mittlerweile schon. Das ist nice. So. Die Blumen kann ich jetzt direkt mal hier reinsetzen. Hat ja eh vor, hier Blumen reinzusetzen. Klack. Die Mucke ist ja schlimm, ey. Das passt schon besser. Und dann geht's jetzt hier weiter. Mit dem geplanten Zaun. Das ist fast wie ein geplantes Kind, bloß anders. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 1, 2, 3, 4, 5. Angeber. Tü. Ich glaube auch, wenn du eine Mauer bist, kriegst du nicht dauernd, ne? Ah ja, die muss man übrigens komplett weg jetzt hier, die ganze Mauer. Es wird viele jetzt freuen. Juhu, er muss die ganze Mauer wieder wegdrücken. Aber da hilft nichts, das muss leider sein. Oder sehe ich schon den ersten Mob hochkrabbeln? Hihi. So. Hier erstmal schlafen, bevor irgendein Creeper sich denkt, hui, bam, in your face. Und dann können wir nochmal kurz, während wir schlafen, gucken, was denn noch so Neues geschrieben wurde. Ja, momentan keine neuen Charaktere, oder? Ne, kam momentan noch nichts Neues. Ist ja auch schon spät, ist für alle, die im Let's Play dann zuschauen, es ist momentan 1.45 Uhr, also da kann man schon mal erwarten, dass die Leute vom PC einschlafen. Weil bei meiner langweiligen Kombinationsstimme ist natürlich kein Wunder, ne? La, 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 ich finde das Lied ziemlich geil, ziemlich geil, ziemlich geil. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist ziemlich geil. Und sehr lebensbejahend. Lebensbejahend. Ziemlich geil und lebensbejahend. Ziemlich geil, das hat mir angetan. Es ist ziemlich geil und lebensbejahend. La 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 la. Ist da nicht irgendwas? Ist doch voll geil, du kannst jetzt so runter und hier so hoch. Dann bist du hier. Jetzt hat man ja hier. Weitergemacht. Klack, 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 klack. Zick, zack, zick, zack, zick, zack. So.
Nee, das ist falsch. Ja, dann haben wir uns jetzt fragen, was macht er denn jetzt? Die aus dem Stream wissen, schön, die vorher schon zugeschaut haben. Und die, die noch nicht zugeschaut haben, werden es gleich erfahren. Reicht das? Ja, das reicht. Genau. So. Und klack, klack, klack. Und klack, klack, klack. Da steht jetzt hier ein bisschen näher am Zaun dran, ist aber auch egal. Also mich stürzt zumindest nicht. Können wir es eventuell noch so machen? Haben wir denn noch normalen Bruchstein? Haben wir auch, super. 36 war jetzt vielleicht ein bisschen viel. So, steht also ein bisschen näher zusammen als vorher, ne? Ich lasse das mal so. Also das sollen dann Grabsteine sein. Hier können wir dann drei Leute begraben, die wir eventuell im Let's Play vermissen werden oder vermisst haben oder umgebracht haben. Momentan gibt es ja noch nicht so viel. Falls mal Eisengolem stirbt oder sowas. Das Eisengolem haben wir einen Namen. Falls mal einer sterben sollte, können wir den da begraben. Das ist sozusagen schon mal eine Vorsicherung, falls die Eisengolem sich denken, ich kratze mal ab heute. Ich wollte sowas einfach mal haben, so einen kleinen Mini-Friedhof. Da ich aber meinen Friedhof ungern so düster haben will, also zumindest nicht hier. In unserer anderen Gegend könnte man einen düsteren Friedhof wiederum bauen, dann würde das geil kommen. Hier eher weniger. Darum habe ich mir gedacht, kann ich ja mal so Half-Slabs hinbauen. Da habe ich mir gedacht, machen wir das so. Habe mich doch verbaut, schade. Sieht immer so gut aus, wenn ich so... Oh, 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 oh. Yeah, ich bin voll der Profi und so. Jetzt müssen wir... Hier... Genau. Dann graben wir jetzt den Graben rum. Lalalala. Sieht alles wunderschön aus. Gehen wir mal die ganzen Werkzeuge, machen bald einen Kopf hoch. Das ist nicht so gut. So war das nicht geplant. Oh, guck mal, was so. So und so. Jetzt habe ich natürlich, genau, jetzt habe ich nämlich nichts anderes mehr. Ist auch egal. Machen wir schon mal den hier. Wir sind sogar diesmal 5. Das ist sehr gut. Dann mache ich diesmal was anderes. Dann mache ich diesmal komplett nur ein Ding. Und hier zimmer ich dann zwei Glowstones drauf. Jetzt können wir gucken, dass die zwei sich mal so. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tada! Hier kommt ein Büschel drin, da kommt der Akazienbaum drauf. Genau, da haben wir das auch alles. Ja, das sieht dann sich so. Dann ist man sich hier schon fast fertig, ne? Hier kommt jetzt also, hier kommen jetzt noch Büschel hin. Hier in die Gräben kommt Wasser rein, da kommt ein Akazienbaum drauf, da kommt Glowstone rein. Hier muss überall noch Glowstone reingepackt werden. Hier haben wir das jetzt auch fertig gemacht. Das ist sehr schön.